Auch am Tag 8 herrscht intensives Programm. Wie das genau aussieht, seht ihr selbst. Viel Spaß beim Zusehen. Heute hatten einige Kinder der Energy for Life Summer Academy die große Ehre, Johanna Mieke Leitner, die Landeshauptfrau von Niederösterreich, interviewen zu dürfen. Das Team bestand aus den Kameramännern Nico und Roman, den Journalistinnen Enya und Luca und den Leitern Alexander, Jenja und Ivan. Da Energy for Life die Good News Zentrale in Österreich aufbauen möchte, haben wir einige Fragen dazu gestellt. Die internationale Sommerakademie findet regelmäßig in Niederösterreich statt, wo Kinder von vielen Herren Ländern zu uns kommen. Das ist einfach schön und das gehört gefördert. Und ich bin ja selbst Mutter von 2 Kindern und das Schönste ist, wenn man Kinder auch fördern darf. Und es ist einfach schön, wenn man zumindest einen ganz kleinen Beitrag leisten kann. Ja, der Sender Good News zeigt es ja, dass es auch in Zukunft engagierte Journalistinnen und Journalisten braucht. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist Akzeptanz und Respekt und vor allem auch behinderten Menschen einfach das Vertrauen schenken und auch etwas zutrauen. Denn jeder hat von uns Qualitäten, jeder hat Stärken und das gilt für jeder Mann und jede Frau. Was wünsche ich mir für meine Kinder und für die junge Generation? Ich wünsche mir, dass sie einfach ein selbstbestimmtes Leben führen können, ein Leben in Frieden. Und da kann jede und jeder von uns einen Beitrag leisten. Und ich freue mich, dass ihr mit eurem Sender dazu auch einen ganz wichtigen Beitrag leistet und auch gute, wichtige Botschafter seid für die anderen Kinder. Was halten Sie von der Initiative der Good News Headquarters in Österreich? Eine sensationelle Initiative, die man unterstützen muss und unterstützen soll. Und ihr tragt einfach ganz tolle Botschaften hinaus in die Welt, damit sie viele sehen und viele auch hören können. Und wenn Sie es wollt, seid ihr auch Friedensengel, wo sie einfach zeigt, dass jeder hier wichtig ist. Nach einer kurzen Wartepause trafen weitere Jugendliche in Zampölten ein, um eine Führung beim ORF-Landesstudio Niederösterreich mitzuerleben. Cutterräume, Fernsehstudios, wo wir eine Anmoderation üben durften, Rechercheplätze und Radiostudios wurden genau unter die Lupe genommen. Es war für alle sehr interessant und spannend, doch das Wichtigste, wir alle hatten sehr viel Spaß. Good news.